Ja, ich freue mich, dass ich moderieren darf. Ich bin Tanja Busse, ich bin Journalistin, Autorin und kreise. So habe ich es gerade mit Gabi gesprochen, als sie fragte, warum interessieren mich die Bienen so. Mir ist aufgefallen, alle meine Themen kreisen immer irgendwie um die Biene und das, was mit ihr zusammenhängt, um Landwirtschaftswende, um Ernährungswende, um die Flächenkonflikte, um die Biodiversität, um die Transformation. Da geht es immer um Themen, in denen auch die Biene wird überleben können oder eben nicht. Das steht ja heute über der Diskussion. Es ist also mehr als Honig, more than honey. Es geht, wenn wir über Bienen reden, nicht nur um Honig, es geht um Ökosysteme, es geht um Leben, es geht um gesunde Ernährung, es geht um regionale, nahe Ernährung, es geht um Stadtökologie, es geht um die Art, wie wir bauen, Flächen versiegeln oder nicht, es geht um die Art, wie wir wirtschaften, es geht um alles. Sie erinnern sich bestimmt an den Film More Than Honey und das Schöne ist, dass der Regisseur, der Schweizer Filmemacher, heute bei uns da ist, weil er nämlich mit diesem Film genau diese Idee hat. Ich mache einen Film nicht nur über Bienen, sondern über More Than Honey. Und wenn, ja, wenn wir Glück haben, ist er schon zu sehen, sehen Sie jetzt hier Markus Imhof. Herzlich willkommen, Markus Imhof. Was sind so Ihre Erkenntnisse aus den Arbeiten? Sie haben ja vorher viele auch eigentlich soziale Filme gemacht über die menschliche Gesellschaft und haben dann mit den Bienenaugen auf die Welt geguckt. Was sind denn Ihre Erkenntnisse? Was haben Sie mitgenommen von More Than Honey, von den Dreharbeiten? Ich glaube, das Wichtigste war das Erlebnis der Schwarmintelligenz. Also das einer allein nicht überlebt oder eine allein nicht, dass nur das Zusammenspiel eigentlich das Überleben ermöglicht. Natürlich mit der Idee, dass es ein Ganzes ist, an dem wir alle beteiligt sind. Also das war so irgendwie der Schlüssel, der mir auch gerettet hat nach dieser Hochstapelgeschichte, weil es das totale Gegenteil war. Und auf der anderen Seite, natürlich, ich war ja gewohnt, Spielfilme zu machen mit Schauspielern. Und die Bienen zu inszenieren, das kann man ja vergessen. Also man kann mit Gerüchen mit ihnen sprechen, sonst braucht es einfach Geduld und Liebe und man muss zuschauen, bis es passiert und dann filmen. Also dieser Respekt vor dem, was Leben ist, war eigentlich ein großes Erlebnis für uns alle. Und es gibt so einen Satz, der die Schwarmintelligenz definiert von dem Philosophen Niklaus von Kues aus dem 15. Jahrhundert. Der sagt, das Universum ist grenzenlos und das Zentrum ist überall. Also wenn jeder von uns das Zentrum des Universums ist und jede Biene oder alles auf der Welt das Zentrum des Universums ist, dann wissen wir einfach, eigentlich wie man miteinander und mit dem Ganzen umgehen sollte. Würden Sie denn sagen, dass wir Menschen auch Schwarmintelligenz haben? Es könnte dazu kommen. Also diese Schwarmintelligenz ist ja immer wieder sehr eingeschränkt, also nur auf eine Firma, eine Nation, eine Stadt und dann die große natürlich. Die Bienen stellen sich auf den Honig untereinander von einem anderen Volk. Also man kann die auch nicht jetzt zu idealisieren. Aber die Idee, die Grundsatzidee, die sollte man eigentlich als Ziel haben. Weil die Summe aller Hirne ist dann mehr als nur die Summe dieser Kilos, sondern es entsteht etwas Zusätzliches. Und das ist die Schwarmintelligenz. Als Ihr Film ins Kino kam, das war ja quasi der Auftakt für eine ganz neue Bienenbegeisterung, aber nicht im Sinne von eines niedlichen Kuscheltieres, sondern im Sinne von einem neuen Nachdenken über Ökologie, über Umgebung, über ökologische Zusammenhänge. Und es gab danach ein Volksbegehren, rettet die Biene in Bayern. Es gab ganz viel Bewegung in Hamburg, in Berlin gab es ein Unternehmen, was sich gegründet hat. Das hat ganz, ganz viel ausgelöst. Was würden Sie sagen, hat sich seit dem ersten Kinoauftritt des Filmes verändert? Ich habe nie damit gerechnet, dass ich jetzt 12 Jahre nach der Premiere nochmals mit Menschen über Bienen spreche. Ich dachte, das ist
eine kleine private Familiengeschichte. Ich hätte nie mit dem gerechnet, dass das eigentlich weltweit diskutiert wurde. Und das Problem ist, also es hat viel ausgelöst, aber die Probleme sind noch nicht gelöst. Und es hängt damit zusammen, dass unser Konzept zu leben und vor allem auch in der Landwirtschaft etwas Diktatorisches hat. Dass wir von oben herunter das Ganze diktieren und managen, ohne nachzudenken oder Acht zu geben, was auf der anderen Seite ist. Und es bedrückt mich, dass zum Beispiel die Bauern, die für Gift kämpfen, die schlechtesten Spermien haben. Also wenn wir die Bauern verlieren, haben wir auch nichts zu essen. Wir müssen eigentlich die Bauern auf unsere Seite holen. Und vielleicht könnten die Stadtimker da die Bauern versuchen anzustecken mit der guten Idee, dass es nur geht, wenn wir zusammenarbeiten. Und die müssen natürlich auch bessere Subventionen bekommen, wenn sie ungiftiger produzieren. Also diese Schwarmidee, dass man etwas gegen die Diktatur einer industrialisierten Weltanschauung unternimmt. Und also es geht eigentlich um diese Achtung. Und hätte vielleicht vorher auch sagen können zu der Schwarmintelligenz, was ich gelernt habe bei dem Bienenfilm, ist das Staunen. Und das ist eigentlich das Schönste, weil es unseren Blick als Kind auf die Welt erinnert. Und wir sollten diese Staunen pflegen und genießen und weitergeben. Jetzt höre ich nichts mehr. Jetzt höre ich Sie. Neues Mikro, ja. Wir mussten ein Mikro, es ist ja auch ein magischer Mikrowechsel. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich war leicht versucht, nochmal zu fragen, ob Sie uns noch was mit auf den Weg geben können, denn wir wollen, ich fand das, den Begriff vom Staunen, die Ehrfurcht vor der Schwarmintelligenz der Biene, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für uns Menschen, die wir ja oft glauben, dass wir alles kontrollieren, manipulieren, herstellen, fabrizieren können. Aber wollen Sie uns ganz kurz noch was mit auf den Weg geben? Hier sind viele motivierte Menschen, die sich für Bienen in einer biodiverseren Stadt einsetzen, die sich fragen, was können wir jetzt in einer Zeit, wo ja in Europa der Green Deal gerade zerpflückt wird und es vielleicht wieder rückwärts geht, die ganze Entwicklung zu mehr Ökologie, was sollen wir tun? Was würden Sie uns mit auf den Weg geben? Also das Interessante ist ja, dass es den Bienen in der Stadt besser als in der Landwirtschaft, weil in den Parks und den Friedhöfen weniger Gift ist. Also das ist ziemlich absurd. Und also man müsste versuchen, das als Modell zu zeigen, dass es eben auch geht ohne das Gift. Und dass es halt vielleicht dann ein bisschen anders aussieht oder andere Ergebnisse gibt. Vielleicht haben wir auch schon zu viel. Also wir sterben, die Bienen und wir gehen unter an unserem Erfolg. Und vielleicht ist man beim Staunen auch ein bisschen zufriedener wird, würde das auch helfen. Also dass man nicht so wehleidig ist, sondern vielleicht die Kerne des Lebens wieder besser erkennen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Markus Imhof. Vielen, vielen Dank. Ein kleines Detail vielleicht noch zur Schwarmintelligenz. Drehen Sie noch den Lautsprecher wieder runter? Herr Imhof, können Sie den Lautsprecher noch mal runterdrehen, dann hören wir Sie wieder besser. Ja. Das war, danke. Mein Schwiegersohn und meine Tochter, die waren ja in Australien und haben nach dem Film ein Angebot aus China bekommen und eines aus Amerika. Und die sind dann jetzt nach Amerika gegangen und müssen jetzt mit diesem Miller, dem Industrieimker, arbeiten. Und der unterstützt sie sogar. Und die haben ein Projekt, wo Professor Menzel beteiligt ist, also das ist auch ein Ergebnis des Films. Herzlichen Dank, Herr Professor Menzel. Ich freue mich, dass Sie das. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank, Markus Imhoff. Ich wünschte, ich könnte Sie jetzt dieses Bild rausziehen und hier in die Podiumsdiskussion reinbringen, aber Sie müssen den nächsten Film fertig machen und ich wünsche Ihnen, dass der genauso viel positive, inspirierende Wirkung hat. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir wollen jetzt diskutieren. Wir fragen jetzt, ob die Bienen sterben oder ob sie nicht sterben, was das für uns bedeutet, was das für die Wildbienen bedeutet und was wir alle tun müssen, damit es besser wird. Wir haben gerade von Markus Imhoff gehört, es hat sich viel getan. Dieser Film hat wahnsinnig viel ausgelöst, aber die globale Situation des Sterbens der Arten, des Massenaussterbens von Menschen, von Ökosystemen, die Situation hat sich nicht wirklich verbessert. Und wie kann das besser werden? Das wollen wir, bevor wir feiern, doch kurz eben noch lösen. So ist mein Auftrag. Wir diskutieren mit dem schon erwähnten, preisgekrönten Neurobiologen und Zoologen und Experten für die Honigbienen, ihre Nervensysteme und was sie alles gefährdet, Professor Randolf Menzel. Herzlich willkommen. Mit der Projektkoordinatorin von OBI, Unternehmen Biologische Vielfalt, die sich schon seit Jahren, als noch kein Unternehmen außer SAP verstanden hat, Biodiversität wird wichtig fürs Unternehmensergebnis. Seit so vielen Jahren ist OBI schon dabei und sagt, bitte kümmert euch, tut was als Unternehmen für Biodiversität. Eva Baumgartner, herzlich willkommen. Der Wildbienenexperte und Gutachter, ökologische Gutachter Christian Schmidt-Egger ist dabei. Herzlich willkommen. Und die Direktorin für ESG, also Verantwortung für Umwelt und Soziales in Unternehmen von Heinz Immobilien, Ulrike Dreikluft. Herzlich willkommen. Da hinten hat sie sich versteckt. Und einen Platz haben wir noch frei. Herzlich willkommen. Sie haben sich ganz weit hinten versteckt, aber da sind Sie. Und einen Platz haben wir noch frei für den Gründer von Stadtbienen, Johannes Weber. Okay, man hört, es gibt Fans hier. Es gibt Fans hier von den Stadtbienen. Aber Randolf Menzel, Sie sind angesprochen worden und als Wissenschaftler haben Sie jetzt das erste Wort für diese Frage, wo stehen wir denn eigentlich mit den Bienen? Sie sind Experte für die Honigbienen, ja, Mikro Nummer 2. Und ich glaube, es geht. Wie ist denn der Stand, wie geht es jetzt den Bienen? Sterben sie nicht? Ja, also zuerst mal möchte ich Ihnen allen und natürlich vor allem den Gründer dieser fantastischen Unternehmung danken für die wunderbare Arbeit und für das 10-jährige Jubiläum. Ganz fantastisch. Stadtbienen, also wir müssen immer zugleich daran denken, dass wir mit Bienen nicht nur Honigbienen meinen. Also nicht nur die sozialen Bienen, sondern auch die Solitären, die Wildbienen und die Hummeln. Und wenn man die alle zusammenfasst, dann muss man wirklich sagen, also in einer Stadt wie Berlin oder irgendeiner von diesen schrecklichen Anhäufungen von Steinen und Asphalt und so, denen geht es natürlich an den Kragen. Ich meine, verglichen mit einer natürlichen Umwelt ist das eine Wüstenei. Auf der anderen Seite, wenn man auf die Honigbienen schaut, dann haben die sich als ein Mitläufer mit dem Menschen auch an die Stadt gewöhnt. Vielleicht auch dadurch, dass die Bewohner von solchen Städten vor allem gerne Bäume pflanzen. Und wenn sie genügend Bäume pflanzen, die den Bienen, was den Honigbienen vor allem sehr viel Nektar und Pollen bringt, dann geht es sogar den Bienen, den Honigbienen, in der Stadt besser als dem Land, auf dem Land. Und das ist bemerkenswert. Das bedeutet, dass solange diese wenigen Baumarten, also die Linde und die Kastanie, wie jetzt gerade trocknet sie aus und die Bienen kriegen nichts mehr von der Kastanie und dann die Robinie, wenn die blühen, dann geht es den Honigbienen gut. Aber die Wildbienen, die sind natürlich, und da werden wir sicher noch viel mehr darüber hören, die sind natürlich an eine vielfältige Landschaft angepasst und die brauchen eine vielfältige Umwelt und die brauchen ein stabiles
Nahrungs- und Nistmöglichkeiten das ganze Jahr über. Und die Honigbiene, naja, die haben ja außerdem noch den Imker oder euch, wenn ich so sagen darf. Also alle die, die sich um sie kümmern. Und deswegen geht es ihnen gar nicht so schlecht. Aber es geht ihnen auch deswegen nicht ganz so schlecht, weil ja die Bäume nicht mit Pestiziden gespritzt werden. Die werden nicht mit Neonicotinoiden und mit Glyphosat behandelt. Deswegen ist also die Giftlast, wenn man mal von den Schrebergärten absieht, die Giftlast im Allgemeinen geringer. Und das ist ein bemerkenswerter Umstand. Also vielleicht, wenn Sie sich mit Honigbienen beschäftigen, könnten Sie sagen, wir sind auf der besseren Seite. Und insbesondere, wenn ich am Honig interessiert bin, denn der hört sowieso dann auf, mit der Linde Honig zu produzieren. Also es geht denen nicht ganz so schlecht. Und es gibt Sie und die Imker. Also geht es ihnen nicht so schlecht. Sie werden nicht, die Honigbienen werden deswegen nicht aussterben. Aber die Honigbienen sind ja hier auch von Johannes eingeführt worden, nicht nur als Honigbienen für sich und den Honig und die Menschen, die den Honig essen, sondern auch so ein bisschen als Botschafterin, sagen wir mal, für ihre wilden Kolleginnen auch außerhalb der Stadt. Sie haben ja ganz lange das Neurobiologische Institut an der FU Berlin gelernt, viel geforscht zum Nervensystem der Bienen und sind deshalb ja auch zu einem Warner vor einem großen Pestizideinsatz geworden. Naja, natürlich. Also in dem Moment, wo man verstanden hat, dass diese ganz gefährlichen Insektizide, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, wenn also eine intensive und industrialisierte Landwirtschaft betrieben wird, dass das Nervengifte sind, die wirken auf das Gehirn und bringen auf die Weise die Bienen um oder verändern ihr Verhalten so, dass es ihnen schlecht geht. Also wenn man Nervengifte aufnimmt in einer genügenden Menge, dann kann man nicht mehr sich normal verhalten. Das geht uns auch mit Drogen und mit Alkohol und Zigaretten und so, geht es uns ja auch nicht so anders. Und die Bienen werden natürlich unglaublich belastet mit solchen Substanzen. Und daher ist natürlich unsere wesentliche Aufgabe zu verstehen, wir brauchen gute Argumente dafür, warum das ein solches gefährliches Unternehmen ist, wenn eben die industrialisierte Landwirtschaft so betrieben wird, dass sie nur mit dem Einsatz von diesen Giften existiert. Und dazu braucht es überzeugende Argumente. Ich hätte mir zum Beispiel gedacht, wenn Sie nicht, wenn Sie Bayer Leverkusen zum Beispiel gewonnen hätten für einen Werbespot für Bienen, dann wäre das natürlich besonders passend gewesen, denn das sind ja gerade auch die Produzenten, die eben entsprechend gegen diese wichtigen, unsere aller Interessen, diese Produkte anbieten und verkaufen und damit den Eindruck erwecken, dass die Welt nur ernährt werden kann, wenn man solche Gifte einsetzt. Und das ist eine wichtige gesellschaftliche Unternehmung, dem zu widersprechen. Und dazu braucht man gute Argumente. Und deswegen habe ich mich als Hirnforscher damit beschäftigt. Vielen, vielen Dank für Ihren Einsatz. Und wir halten dann mal fest, es ist publik geworden, es sind Nervengifte, die wir noch immer auf die Felder streuen, spritzen und es ist aber immer noch nicht wesentlich anders geworden. Wir gehen einmal rüber zu den Wildbienen. Christian Schmidt-Egger ist nämlich Expert, er hat Landwirtschaft studiert in Hohenheim, wo auch ganz viele solcher Versuche gemacht werden. Und aber er hat auch noch Kommunikationswissenschaften studiert und Sie changieren jetzt immer zwischen sozusagen dem Reden über dem Vermitteln von verschiedenen Arten der Landwirtschaft, aber auch stadtökologischen Entwicklungen. Also Sie sind Gutachter für verschiedene ökologische Entwicklungen und einer, der Wildbienen in der Stadt in den Blick nimmt. Wir haben gehört von Herrn Wenzel, es geht den Stadtbienen eigentlich ganz okay. Es gibt noch ein paar Lindenbäume, noch hat die Klimakrise nicht zugeschlagen, aber die Wildbienen haben ja nochmal viel vielfältigere Ansprüche. Wie geht es denn denen? Ja, das ist im Moment ein sehr, oder wie immer, ein sehr komplexes Thema, wo man nicht so ganz einfach sagen kann, geht gut oder nicht gut.
Ich möchte vielleicht zuerst mal in die Runde werfen, auch wenn ich hier bei den Stadtbienen bin. Wenn wir über Biodiversität reden, sollten wir die Honigbienen einfach mal außen vor lassen, weil die haben mit Biodiversität nichts zu tun. Das ist ein Nutztier. Und ich sehe zwar auch, dass sie natürlich viel bewirkt haben, aber ich möchte es nur mal an, auch um die Begrifflichkeiten klar zu bekommen. Die Honigbiene ist inzwischen ein weltweit verbreitetes, sehr häufiges Nutztier. Und Biodiversität meint ja die Vielfalt der Natur. Und da gehört die Honigbiene einfach nicht dazu, weil ja die Wildform auch inzwischen weg ist. Die wurde ausgerottet und zumindest in Europa. Also das vielleicht nochmal zur Klarstellung. Aber wir haben natürlich die Wildbienen. Das sind in Deutschland 604 Arten inzwischen. Die Artenzahl, die ändert sich auch immer. Und deren Situation ist so ein bisschen widersprüchlich. Wir erleben in den letzten Jahren durch den Klimawandel, dass sich viele Arten enorm stark nach Norden ausbreiten, innerhalb von Deutschland. Aber auch von Südeuropa kommen viele Arten zu uns. Die landen natürlich dann eher in Süddeutschland. Manche sind jetzt in den letzten Jahren, innerhalb von 3-4 Jahren, quer durch Deutschland marschiert. Und ich mache das jetzt auch schon 35 Jahre. Ich staune im Moment, wie schnell sich viele Arten ausbreiten. Und es ist eben, das, da kommen wir zur Situation der Bienen, wie schnell sie auch adaptieren und gerade in Städten mit kleinsten Habitaten zurechtkommen und zum Teil Riesenpopulationen aufbauen. Euch ist ja vielleicht auch schon mal aufgefallen, sie sieht man seit letztem Jahr sehr stark, aber auch in diesem Jahr wieder, überall in Berlin nisten Bienen zwischen den Pflastersteinen. Ich wohne da in der Rummelsburger Bucht, in so einer völlig belanglosen Straße, wo nur Autos parken, und habe letztes Jahr, weil da auch Bienen genistet haben, habe da mal untersucht, dachte, da fliegt eine Art rum. Ich habe 8 Arten bei mir gefunden, die eben zwischen den Pflastersteinen nisten. Und es ist enorm, wie adaptiv diese Tiere sind. Und wir können also im Moment sagen, ein Teil der Wildbienenarten ist Gewinner, weil sie durch die Wärme profitieren und weil sie mit den bestehenden Ressourcen sehr, sehr gut zurechtkommen. Das haben wir auch alles nicht gewusst. Und man muss auch, wenn man rote Listen oder die neue rote Liste jetzt mal macht bei den Bienen, sicher viele Arten runternehmen, weil wir einfach lernen, das Klima hat sie limitiert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt auch sehr viele Verlierer. Das sind einmal Arten feuchter Lebensräume oder auch der Berge, also der Mittelgebirge in Deutschland. Die gehen ganz stark zurück, weil sie eben genau wegen der Wärme verdrängt werden von wärmeliebenden Arten, die in den Bergen nach oben gehen. Und der andere Punkt ist, wenn wir uns die deutsche Agrarlandschaft, sag ich mal, anschauen, finden wir kaum noch Biodiversität, kaum noch Wildbienen, aber kaum noch auch andere Tiere in dieser Landschaft. Und da passieren ganz, ganz schlimme Dinge, das wissen wir schon länger. Es ist gravierend. Ich erzähle es immer an zum Beispiel, wenn ich vor, sagen wir mal, vor 20 Jahren einfach mal am Wochenende Lust hatte, so mal ein bisschen nach Wildbienen zu schauen, zu sammeln, habe ich mich ins Auto gesetzt, bin einfach 30 Kilometer aus einer x-beliebigen Stadt in Deutschland rausgefahren. Ich komme aus Süddeutschland ursprünglich, aber es gilt auch hier für die Gegend. Habe irgendwo angehalten, mein Netz geschwungen, da gab es Wildbienen. Heute geht es nicht mehr. Ich muss, wenn ich heute Wildbienen sehen will, enorm suchen, bis ich gute Lebensräume habe. Weil die Lebensräume in Deutschland haben sich enorm verringert. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir quantitativ enorm viel verloren haben. Nur das Bild in den Städten, das täuscht eben. Und viele Arten können sich in den Städten halten, aber das sind die häufigen Arten. Und die müssen wir uns wahrscheinlich auch nicht so viele Gedanken machen und viele Spezialisten verlieren. Und es ist dieses große Dilemma. Und die zweite Befürchtung, die ich habe, ist, das sehen wir nämlich jetzt auch schon, dass durch die Trockenheit der letzten Jahre auch viele Arten anfangen zu leiden. Ganz krass war das mit Hummeln seit dieser Trockenperiode ab 2018. In 2019 und 2020 hat man in Brandenburg so gut wie keine Hummeln mehr gefunden. Der Grund ist ganz einfach, weil Hummeln brauchen ja den ganzen Sommer über Nahrung. Wie Honigbienen auch, haben sie ja einen Staat, also sind sozial. Und im Sommer hat nichts mehr geblüht in den ganzen Landschaften von Brandenburgs. Und die Landschaften, ich habe da auch einige Untersuchungsgebiete, die ich jetzt seit 6-7 Jahren untersuche, die waren hummelleer. Das war richtig erschreckend. Während in Berlin interessanterweise die Hummeln sich gut gehalten haben, weil die haben dort noch Nahrung, auch die Stadtbäume, die Sie erwähnt haben. Und jetzt erholen sich die Hummeln allmählich wieder. Aber ich befürchte halt, wenn der Klimawandel so weitergeht, werden wir auch in den Städten erleben, dass viele Arten durch die Hitze ein Problem bekommen. Deswegen ein gemischtes Bild, aber Entwarnung gibt es auf keinen Fall. Und es muss halt ganz, ganz dringend auch viel, viel mehr von uns getan werden, um diese Biodiversität zu fördern oder zumindest annähernd zu bewahren. Da würde ich ganz kurz noch fragen, also dass wir eine Agrarwende brauchen und zwar heute und nicht morgen, ist glaube ich jetzt zum dritten Mal ganz, ganz, ganz deutlich geworden. Ich würde gerne noch fragen, Sie haben ja für die Deutsche Wildtierstiftung ein Projekt geleitet, die bestäuberfreundliche Stadt. Was haben Sie denn da erreicht, dass die Städte eben all das mit in den Blick nehmen? Ja, genau. Wir haben uns 6 Jahre hier in Berlin sehr bemüht.
Ich habe in diesem Projekt relativ viel gelernt. Ich sage mal, ich bringe es mal so auf diesen Nenner. Also, oder ich sage noch mal kurz zur Geschichte des Projektes. Die Berliner Senat, der Senat, also das Parlament, hat ja vor etwa 8 Jahren beschlossen, Berlin bestäuberfreundlicher zu machen. Daraufhin hat die Deutsche Wildtierstiftung bei einem Drittmittelauftrag einen Teil dieses Projektes gemacht. Und wir haben dann jetzt in den letzten 6 Jahren, das Projekt geht noch weiter, ich bin seit September nicht mehr dort letzten Jahres, haben wir es geschafft, auf über 80 Flächen Grünflächen, also Blühstreifen, anzulegen. Wir haben viel Beratung gemacht und wir haben sehr viel gelernt. Und ich habe eben einmal, haben wir fachlich gelernt, wie es ist, in einer Stadt Blühflächen zu etablieren. Ich habe da schon andere Erfahrungen mitgebracht und so. Wir haben das eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Aber, und das ist das große Aber, ich habe eben auch gelernt, dass man in einer Stadt, wenn die Verwaltung oder auch das Parlament etwas beschließt, dass das noch lange nicht heißt, dass man das umsetzen kann. Und wir haben uns eben in diesem Projekt auch eigentlich... Inzwischen läuft es ganz gut, aber wir haben es die ersten Jahre mit den Grünflächenämtern rumgeschlagen, weil das heißt in Berlin eben noch lange nicht, dass die Ämter das auch wollen. Und manchmal habe ich mich wirklich gewundert, wir sind jetzt im Jahr 22, 21, der eine oder andere sollte doch vielleicht schon mal was von Artensterben gehört haben. Nicht so bei vielen Ämtern, weil wir mussten wirklich jeden Meter uns erkämpfen. Und ein weiteres großes Problem neben der Anlage, das klappt inzwischen ganz gut, ist eben das ständige Mähen in dieser Stadt. Und das wollten wir im letzten Jahr, haben wir das auch verstärkt angegangen. Man muss endlich mal kapieren, dass man nicht jeden Grashalm abmähen muss, sondern dass Blüten, die von alleine kommen, da muss man nicht mal mehr sehen und in Berlin würde noch viel blühen, dass man das unbedingt erhält. Und es ist in dieser Stadt leider immer noch ein Riesenproblem, dass man bei vielen Ämtern, es gibt schon gute Fortschritte, dass man einfach mal in alle Köpfe reinbringen muss, dass wir wirklich nur noch mähen dürfen, wenn es auch einen Sinn macht. Also mähen ist sehr kompliziert, man muss natürlich Flächen mähen, man muss auch einiges wissen. Durch den Klimawandel hat sich auch viel verändert. Aber dennoch wurde auch in den letzten Jahren im Sommer hier immer noch alles abgemäht. Und es ist, inzwischen darf das nicht mehr passieren. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Verhalten, was wir dort erleben. Und es zeigt halt auch so ein bisschen, wie wenig lernfähig wir sind. Und vorhin wurde ja das Thema Schwarmintelligenz angesprochen, aber leider ist die da noch nicht so richtig entwickelt. Also auch das war so eine meiner, ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht, das war so die Haupterfahrung in diesem Projekt. Danke und bitte sagen Sie es alle weiter, auch den Nachbarn, auch wenn es unangenehm ist, permanentes Rasen, Mähenrasen ist nicht die Lösung. Vielleicht können wir hinterher beim Fest noch mal mehr Learnings mitnehmen, denn wir haben jetzt für diese Stunde ja noch ganz, ganz viel Erfahrung aufzutischen, unter anderem von Eva Baumgärtner, die als Projektkoordinatorin für UBI arbeitet. Und für Unternehmen biologische Vielfalt, danke, ich hab's. Wir haben vorher gesprochen. Und Sie arbeiten für Unternehmen biologische Vielfalt schon sehr lange an Themen und ich nehme an, dass es Ihnen ähnlich gegangen ist wie in den Verwaltungen, dass viele Unternehmen dachten, naja, biologische Vielfalt, ich produziere doch Schrauben oder Kästen oder informationswissenschaftliche Errungenschaften, was habe ich denn jetzt mit Biodiversität zu tun. Wie gehen Sie denn da vor? Wie haben Sie versucht, dieses Thema zu greifen? Hallo Eva Baumgärtner. Also ganz so lang, also ich bin seit 2 Jahren dabei und dieses Projekt UBI, in dem ich jetzt tätig bin, wir sind insgesamt 5 unterschiedliche Institutionen, die daran beteiligt sind, an diesem Verbundprojekt, das Ende 21 losgegangen ist. Genau, wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Thema Biodiversität so in den Mittelstand hineinzutragen. Sozusagen wir als DIHK Service GmbH, das ist die Projektseite der Deutschen Industrie- und Handelskammer und dann ist dann noch der Global Nature Fund dabei und die Bodenseestiftung und eine Unternehmensinitiative. Genau, und alle zusammen verfolgen wir so dasselbe Ziel, aber so mit unterschiedlichen Mitteln, sag ich mal, oder auf unterschiedliche Wege. Und als ich angefangen habe vor 2 Jahren, da ist mir schon des Öfteren bei dem Begriff Biodiversität dann so ein bisschen Stirnrunzeln entgegengeschlagen und so ein Bio was, wie bitte? Also das war tatsächlich jetzt keine Seltenheit und ich habe das Gefühl, dass auch in den letzten 2 Jahren da aber durchaus auch etwas in Bewegung gekommen ist. Ich denke, das kann ich schon so sagen. Und dann geht es darum, ja natürlich, wie vermittelt man Biodiversität, so ein Begriff, der ja auch schon ein bisschen so abstrakt ist und so ein bisschen umherwabert, also wie füllt man den auch so mit Leben? Und in meiner Arbeit im Alltag habe ich jetzt schon gemerkt, dass quasi auch die Vermittlung über das Werksgelände sozusagen für viele Unternehmen auch so ein erster Einstieg ist in das Thema. Sie haben es zuerst auch gerade gesagt, es wird viel zu viel irgendwie gemäht, es ist gerade ja mähfreier Mai. Und dass man quasi mit Unternehmen auch mal darüber spricht, wie sieht es eigentlich bei euch da draußen aus? So,
praktisch dort, wo man ohnehin jeden Tag so hinblickt, da wo irgendwie mehrmals oder alle zwei Wochen dann gemäht wird, da wo es quasi ordentlich und kurz ist, könnte das nicht auch anders aussehen. Und es ist schon so, dass sich da auch einiges tut und Unternehmen da auch so auf den Trichter kommen und sagen, Mensch, ja, da würden wir gerne ein bisschen was anders machen. Und da gab es auch so ein so ganz aktuelles Beispiel, war man auch bereit, auf dem Gelände sozusagen eine Änderung herbeizuführen, hat sich dann auch mit Pflanzenarten beschäftigt, mit Einheimischen und wie man sozusagen das Gelände jetzt auch so artenfreundlicher gestalten kann. Aber das war dann so der Clou, sehen soll es halt keiner. So, also es sollte nicht irgendwie vorne am Eingang sein, sondern dann möglichst so auf der anderen Seite und einfach, weil man sich denkt, naja, so mit dem Kundenverkehr, das kann ja vielleicht auch so ein bisschen abschreckend sein oder störend wirken oder halt einfach nicht so der normalen Sehgewohnheit entsprechen. Und das ist schon so eine Erfahrung und das fand ich ganz spannend, weil ich das also für mich auch so ganz neu war, das auch so mit einzubeziehen, wenn ich diese Gespräche dann auch führe, dass es diese Veränderung auch so in der Stadt und auf den Werksgeländen schon auch so mit einer Veränderung der eigenen Vorstellung auch von Ästhetik so einhergeht. Ne? Wie stelle ich mir das eigentlich, also Biodiversität ist ja irgendwie wild und nicht so kurz, raspelkurz und muss dann irgendwie regelmäßig gedüngt werden und dergleichen. Und das ist so ein Weg, genau, den wir da einschlagen. Wir haben ja da auch noch andere im Projekt, aber das ist einer und der andere ist dann auch einfach Unternehmen zusammenbringen. Diejenigen, die schon weiter sind, mit denen zusammenbringen, die noch am Anfang stehen und auch so voneinander zu lernen. Und natürlich ist der Blick in die Lieferkette essentiell und jetzt auch gerade durch unterschiedliche EU-Direktiven wie die CSRD, mit der ich mich viel beschäftige, die so eine Transparenzpflicht auch mit sich bringt, wo Unternehmen dann auch jetzt dahingehend tätig werden müssen und sich damit beschäftigen müssen. Und unsere Aufgabe im Projekt ist dann eben dann auch zu sagen, Mensch, ja, das ist wirklich viel Arbeit, aber es ist halt auch an der Zeit und es kann einfach auch ein Unternehmen zukunftsfähig machen. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank und ich finde, man merkt, dass diese Arbeit Sie sehr motiviert und dass Sie damit wirklich viel Leidenschaft dabei sind. Mir macht Spaß. Wir wünschen viel, viel Erfolg. Danke. Politisch folgt, um diese langsamen, schwierigen Vorstellungen von dem, was ordentlich und sauber und gemäht zu sein hat, in der Natur zu verändern. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück. Da haben Sie bestimmt auch viel Erfahrung gemacht mit Lieferkettengesetzen. Aber wir gucken jetzt einmal auf einen Immobilienkonzern, einen der größten weltweit, die ja jede Menge Flächen bestücken und ganz viel Verantwortung für Flächen tragen, auch für Vorstellungen. Ulrike Dreikluft, Sie sind verantwortlich für soziale und ökologische Fragen für Allianz Immobilien in Deutschland. Wie gehen Sie denn da vor? Ich kann mir vorstellen, dass Immobilienkonzerne haben ja auch oft nicht so einen guten Ruf, dass da plötzlich jemand kommt und sagt, so, wir werden jetzt Biodiversität einführen. Es ist ein neuer Schritt gewesen. Wir sind ganz gespannt. Das ist natürlich eine große Lernkurve für uns und deswegen ist es für uns auch so unglaublich wichtig, solche Partner mit an der Seite zu haben, die das Ganze greifbarer und verständlicher machen. Also diese Bewegung, die wir jetzt schon angesprochen haben, mit es ist bewusster, Biodiversität ist ein Thema, das spüren wir auch und das ist ganz toll, sowohl auf Seiten der Investoren, also wir verwalten sowohl unsere eigenen Assets, Gebäude, aber auch für Drittinvestoren, als auch bei den Mietern und das ist ganz, ganz wichtig für uns, das Thema auch einfach greifbar zu machen. Und da spielen jetzt, um auf die Honigbienen zurückzukommen, die jetzt vielleicht gar nicht so das Thema der Gefährdung, aber dieses greifbar machen, verständlich machen. Und deswegen ist für uns auch die Lehrtafeln, die ihr erstellt habt und die so schön grafisch sind, Gold wert. Weil wir haben jetzt zum Beispiel hier in Berlin in Zehlendorf ein Projekt, wo wir das Glück haben, dass wir recht viel offene Fläche haben, einen preisgekrönten Firmengarten, wo in der Vergangenheit immer mit der Nagelschere noch der englische Rasen geschnitten wurde. Und jetzt dieses Umdenken passiert ist. Und da haben wir jetzt auch mit der Wilden Wiese ein tolles Projekt gestartet, halt nicht nur die Honigkästen hinzustellen, sondern wirklich den englischen Rasen in Flächen rückgebaut haben, Wildblumenwiesen gepflanzt haben und diese Schilder aufstellen und die Leute laufen vorbei und sind gespannt und finden das total interessant und wollen mehr darüber wissen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der Impact, den wir haben können. Jetzt haben wir natürlich auch viele Projekte, da haben wir einfach keine Freiflächen. Wir haben viele Immobilien, die in der Innenstadt sind. Da haben wir vielleicht eine Dachterrasse. Das war es dann auch. Und da sind dann wiederum die Bienen, wieder die Honigbienen eine tolle Variante, mit den Mietern gemeinsam dann auch Workshops zu machen, Schulen aus der Umgebung mit reinzuholen. Also einfach diese Möglichkeiten, die wir haben, zu nutzen. Was war denn die Motivation, dass Sie gesagt haben, wir machen jetzt Immobilien und Bienen und Wildbienen?
warum nicht? Also zum einen muss man sagen, jetzt die Firma Heinz, wir sind ja in den USA gegründet, das schreit jetzt nicht unbedingt nach Nachhaltigkeit, aber wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, also Gerald Heinz, der die Firma gegründet hat, dem war das Thema Nachhaltigkeit und Langlebigkeit von Anfang an super wichtig. Das ist wirklich in unserer DNA ganz fest drin, das heißt für uns als Firma war das nie eine Frage, ob das wichtig ist oder nicht. Klar, wir müssen natürlich auch mit unseren Investoren und den Mietern dazu sprechen, aber das ist eine tolle Entwicklung, dass wir sehen, der Widerstand, der ist ganz gering. Also wie vorhin am Anfang die Geschichte, dass dann die Empfangsmitarbeiter sagen, das ist mir zu wild, das ist uns zum Glück noch nicht passiert. Okay, Sie tauschen sich ja aus, wie man das macht mit den Mitarbeitern, wie das klappt, aber auf jeden Fall merkt man auch bei Ihnen, dass es irgendwie inspirierende, gute Erfahrungen sind und vielleicht können auch die Berliner Verwaltungen davon leben, die Grünflächenämter, die Ordnung haben wollen. Also ich glaube, es kennt bestimmt jeder in seinem Freundeskreis Leute, für die ein ordentlicher Rasen irgendwie so die Fortsetzung des sauberen Wohnzimmers. Das sind die schwierigen Sachen, von denen die Soziologen immer sagen, das ändert sich nicht so schnell. Umso wichtiger, umso größer sind die Aufgaben. Johannes, ich würde dich bitten, vielleicht einmal so diese erste Runde nochmal zusammenzufassen mit deinen Erfahrungen, was du gelernt hast, damit wir dann bis in der nächsten halben Stunde nochmal gucken können, wer muss jetzt was machen von der Agrarwende bis zur städtischen Bauwende, bis zur neuen Regelung in den Verwaltungen, damit wir aus dem großen Massenaussterben doch noch rauskommen. Aber Johannes, erstmal, was hast du in den letzten 10 Jahren denn so mitgenommen und gelernt? Ja, spannende Frage. Ich habe ja wirklich, sage ich mal, die 10 Jahre mich doch sehr viel mit Honigbienen, Wildbienen, Biodiversität im Allgemeinen beschäftigt und angefangen, also ich bin auch über die Honigbienen in das Thema reingekommen. Ich habe angefangen, Honigbienen zu halten und sie haben mir überhaupt erst mal gezeigt, okay, was passiert eigentlich da draußen? Was ist denn überhaupt die Situation? Ich habe mich überhaupt erst über die Honigbienen wirklich angefangen, damit zu beschäftigen, in was für einer Umwelt lebe ich, was macht die Landwirtschaft, was passiert da, warum sind die Zusammenhänge so und warum sind sie so komplex, warum ist die Honigbiene komplett abhängig von meiner Betreuung als Mensch? Ich habe gedacht, warum überlebt die nicht selber? Das klingt, also total viele Menschen, die zu mir kommen und sagen, ja, Johannes, kann ich Honigbienen halten? Ich so, ja, da muss man sich drum kümmern, die ist abhängig von deiner Betreuung. Und ich glaube, allein diese Erfahrung zu machen und sich selber auch quasi klar zu werden, wow, ich bin Mensch, ich muss mich um dieses Tier kümmern, damit es quasi überlebt, das war mein Einstieg. Und ich glaube, quasi das, was ich jetzt auch aus dieser Runde mitnehme, in den letzten 10 Jahren habe ich immer mehr gelernt, dass Stadtbienen als Mission hat, am Ende eine Kulturveränderung quasi herbeizuführen. Also, weil genau das braucht es. Wir brauchen einen anderen ästhetischen Blick auf Flächen und wir brauchen eine andere Kultur, wie wir mit der Natur umgehen. Und genau dafür quasi braucht es auch einen ganzheitlichen Ansatz. Und dieser ganzheitliche Ansatz, der kann nicht sein, ich mache nur das oder das, sondern der besteht aus vielen Bausteinen. Und ein Baustein ist auf jeden Fall, sind die Flächen. Und die Flächen sind total wichtig. Aber es gibt auch die Kombination, wie nehme ich die Menschen mit? Weil ich, genau das ist es. Ich kann die Fläche verändern, aber wenn die ganzen Leute dastehen und sagen, nö, finde ich doof, die Fläche will ich nicht, ja, dann bringt das nichts. Und genau da kommen die Honigbienen rein. Und bei uns hat das immer super funktioniert, mit den Bildungsangeboten, die wir machen, die Leute mitzunehmen, die in das Thema reinzuholen und über die Honigbienen zu erzählen, okay, was passiert da eigentlich? Und jetzt guck mal weiter. Klar, es gibt hier nochmal über 560 Wildbienenarten und was ist mit denen und wie muss die Fläche für die aussehen? Ah, okay, das sind nochmal ganz andere Kriterien. Ah, da wird die Welt nochmal viel größer und so weiter und so weiter. Also, und das quasi nicht dann quasi ausschließlich an einem Punkt zu tun, sondern zu sagen, okay, wir müssen in Kindergärten gehen, wir müssen in Schulen gehen, wir müssen Privatpersonen erreichen. Ich glaube, genau das war quasi, warum jetzt heute auch Stadtbienen das ist, was es ist, nämlich ein vielfältiges Angebot auch an Projekten, weil wir immer mehr gemerkt haben, nur mit einem Baustein kommen wir nicht ans Ziel. Wir brauchen viele Bausteine und wir brauchen diese Diversität. Wir brauchen auch die Diversität in uns, um sie quasi auch nach außen umzusetzen. Ich finde, dies ist jetzt mal der Moment für einen Applaus, nicht nur für Johannes, sondern für alle, die hier bei den Stadtbienen mitarbeiten. Danke an das ganze Team.
für die wichtig, wichtig wertvolle Arbeit. So, also wir haben gemerkt, diese Bildungsarbeit wirkt und kann überzeugen. Und jetzt kommt die schwierige Aufgabe für die letzten Minuten, nämlich welche nächsten Schritte über Bildungsarbeit hinaus, über Einstellung verändern, über Lernen, über Begeistern, das haben Sie auch transportiert. Aber was brauchen wir denn noch? Was muss sich denn noch ändern? Und ich würde nochmal mit Ihnen anfangen, Herr Menzel, aber Sie dürfen alle auch reinrufen, was ich noch ergänzen würde. Wir haben gehört, der Biene in der Stadt geht es gut, weil sich die Menschen kümmern und weil noch ein paar Linden und Kastanien blühen und noch sind ja nicht alle Stadtbäume vertrocknet, aber die Klimakrise kommt schneller, als wir alle fürchten, merken wir an diesem Hochsommertag Anfang Mai. Und in der Agrarlandschaft sieht es desaströs aus. Was muss sich ändern, damit wir jetzt mal die Bienen und die Wildbienen, also die Honigbienen und die Wildbienen zusammendenken, damit wir die in ihren Populationen wirklich schützen? Naja, also das ist eine schwierige Geschichte. Das kriegen wir nicht einfach so hin. Wir brauchen alle Verbündete irgendwo. Wie nur? Wie? Und ich glaube, die Honigbiene, ich will den Wildbienen nichts absprechen, aber die Honigbiene ist in einer besonderen Weise ein Verbündeter. Für dieses große Unternehmen auf die Landwirtschaft einzuwirken, dass es nicht einfach so weitergeht mit der industrialisierten Landwirtschaft, dass es so weit, dass diese Erkenntnis, dass es eine vielfältige Umwelt braucht, ob Stadt oder Land, ganz gleichgültig, dass die Tiere um uns herum ein Recht auf Leben haben, so wie wir ein Recht haben, dass wir, obwohl alles eine Kulturlandschaft ist, praktisch um uns herum, trotzdem wir diese Nischen offen halten müssen. Also dazu brauchen wir für diese Einsicht, und wir sind ja nun mal eine Demokratie, und wir wollen die Demokratie stärken oder zumindest erhalten in den jetzigen Zustand, ich würde sagen, sie könnte noch verstärkt werden, ist es also eine gemeinsame Unternehmung. Dazu braucht es also einen großen Entwurf, eine Bewegung. Und Sie machen eine solche Bewegung sozusagen vor Ort. Man würde sich wünschen, das sind jetzt also vielleicht noch mal 10-mal so viele Leute, die daran teilnehmen. Aber es ist jedenfalls etwas, was Verbündete braucht. Und diese Verbündeten sind wir Einzelne, aber ich in einer besonderen Weise auch die Honigbienen. Denn die Honigbienen haben schon mal von Anfang an ihre Verbündeten in den Imkern. Ja, die kümmern sich ja um die, und die sind ja in besonderer Weise mit uns verbündet. Sie liefern Honig, auch ganz schön toll. Und sie können alleine so in der Stadt nicht wirklich überleben. Da gibt es schon wahrscheinlich nicht genügend natürliche Niststellen und so. Also es geht darum, im Sinne von dem, was Herr Imhoff gesagt hat über die Schwarmintelligenz, also einen Schwarm zu erzeugen, der eine gemeinsame Grundgedanken hat und dieses in einer demokratischen Weise aushandelt und verbreitet. Und da ist es vielleicht für Sie ganz interessant zu wissen, dass diese Schwarmintelligenz beim Bienen, gerade wenn sie schwärmen, dass sie dann eine Art Demokratie darstellen. Denn sie müssen, haben eine Königin, sie wollen nur, dass der ganze Schwarm in eine Niststelle findet, aber es gibt viele Angebote, sie müssen eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung ist eine demokratische Entscheidung. Die besseren Niststellen setzen sich dadurch durch, dass sie mehr Scoutbienen, also Schwerbienen, anlocken und die länger tanzen. Das reicht aber noch nicht aus. Die demokratische Debatte braucht auch einen Stopp. Wenn ein Minderheitenvotum nicht aufgibt, sich der Mehrheit anzuschließen, dann braucht es dafür ein Stoppsignal. Und das haben die Bienen. Sie machen einen Stopp. In dem Moment, wo jemand, also eine Biene, auch eine solche Speerbiene, eine weniger gute Niststelle gefunden hat, dann laufen sie zu ihr hin, wenn sie tanzt, und machen Brrrt, und dann hört die auf zu tanzen. Dann wirbt sie nicht mehr für etwas weniger Gutes. Also diese Sorte von Demokratie, die sozusagen ein positives, Werbeinstrument hat,
aber auch ein negatives Rückmeldung, hör mal zu, das geht nicht, ich habe was Besseres. Das gehört sozusagen zu dieser Schwarmintelligenz dazu und deswegen finde ich das, was Herr Imhoff sozusagen verkürzt gesagt hat, besonders erleuchtend, auch für unsere Unternehmung. Wir müssen sozusagen diese Schwarmintelligenz, die wir bei den Bienen beobachten, einfach kopieren. Ich glaube, es sind ganz viele dabei. Könnten Sie da vielleicht mal die Koalition gerade beraten? Die Regierungskoalition zu dieser Frage. Ich glaube, das würde in vielen, vielen Punkten helfen. Und die Erfinder der Demokratie sind also nicht wir Menschen, die wir immer so stolz sind, sondern zumindest die Bienen. Wer weiß, ob andere Tiere das schon mal vorher hatten. Wir brauchen eine neue Bewegung. Und ich glaube, die Fridays for Future haben ja mal mit dem, ohne die hätte es wahrscheinlich keinen European Green Deal gegeben. Die haben ja ganz, ganz viel erreicht. Also sowas ist möglich. Im Moment ist sie nicht stärker, zumindest sie ist noch da, sie ist nicht so stark, wie wir brauchten. Ich würde gerne noch mal Herrn Schmidt-Egger fragen, so nach Ihren Erfahrungen. Sie haben gesagt, es war politisch ein Beschluss, gab es und die Verwaltung war einfach zu träge. Es waren die Gewohnheiten der Menschen, die Sehgewohnheiten, die Vorstellungen. Würden Sie sich da einfach Ordnungsrecht wünschen, einfach sagen, Mähen ist verboten zu oft oder nur noch mit der Sense oder die Stadt Berlin schafft Schafe und Ziegen an zum Abfressen oder kleine Kühe oder was müsste passieren, damit in einer Stadt wie Berlin ökologische Systeme wirklich gestärkt werden? Was ist Ihre Erfahrung nach so vielen Jahren der Arbeit? Ja, das ist jetzt ein, wie soll ich sagen, ein sehr weites Thema. Wenn wir jetzt hier über die Natur des Menschen debattieren, ist es sehr schwierig, weil wir haben gesehen, was passiert. Wir wissen, ich bin in den 70er und 80er Jahren aufgewachsen und ich sage mal ziemlich verkürzt, alles, was wir heute wissen, wussten wir damals schon. Das ist heute den Leuten nicht so bewusst, aber wir haben uns auch zu Zeiten, als ich so um Abi rum war, gab es ja auch schon 2001 der Bericht an den Präsidenten und solche Schriften. Da stand alles drin, was heute eingetreten ist. Und wir sehen ja auch, wo wir mit Schwarmintelligenz inzwischen hingekommen sind. Ich habe vorhin wieder oder gestern einen Bericht gesehen über das neueste iPhone, beziehungsweise Apple, die haben gerade Probleme, weil die Leute kaufen nicht mehr ganz so viele iPhones, wie sie wollen. Jetzt kommt halt eine neue Technologie auf den Markt, um wieder mehr iPhones zu kaufen. Das ist nicht nur einer, der die kauft und soweit zum Thema Schwarmintelligenz. Also ich denke, wenn wir noch etwas reißen wollen, und das kann man ja auch in immer mehr auch ökologisch guten Büchern lesen, wir brauchen halt eine Art Regulation, wobei mir natürlich bewusst ist, wir Menschen lassen uns nicht gerne regulieren. Das ist ja auch aktuell ein Problem der Ampel, insbesondere der Grünen, die würden gerne regulieren. Nur, ich sag mal, die machen es ein bisschen ungeschickt, aber sie haben natürlich dahinter diese Idee, die sicher nicht falsch ist, freiwillig tun wir es einfach nicht. Und das ist halt eine Erfahrung, wenn man nach meinen 35, 40 Jahren fragt, ist die Erfahrung. Und um jetzt mal wieder auf den Artenschutz zurückzubringen, ich arbeite eben sowohl in Städten, wir haben ja auch in Hamburg und München ein großes Projekt gehabt, dann habe ich eben auch inzwischen sehr viel Erfahrung mit der Landwirtschaft und in der Landwirtschaft sind wir inzwischen durch die EU reguliert und jetzt sind ja wieder diese neuen Verhandlungen um Biodiversitätsmaßnahmen. Kurz gefasst erleben wir nur Rückschritte. Und ich sehe halt auch den Schlüssel für Biodiversität in der Landwirtschaft. Die Städte sind schön, die sind nett, aber wenn man mal so die Arten sieht, die uns auch sehr viele Arten, die in den Städten inzwischen leben, aber die große Party des Aussterbens ist außerhalb gerade zu befürchten, einfach von den Flächenverhältnissen her und wenn man eben auch guckt, wo die prekär gefährdeten Arten leben. Und was wir ganz dringend brauchen, also ich selber mit den Pestiziden, das ist eine sehr schwierige Debatte, da kann man jetzt viel zu sagen, aber was meine Erfahrung ist, wir brauchen unbedingt Flächenschutz. Wir müssen einfach in Deutschland und in anderen Regionen der Welt lernen, dass wir Flächen für Biodiversität vorsehen müssen, die wir nicht nutzen dürfen. Und das fällt uns ja in Deutschland enorm schwer. Wir reden dann immer gerne über irgendwelche Länder, die weit weg sind. Brasilien, die holzen ihren Regenwald ab. Wenn man hier in Deutschland die Mechanismen sieht, die sind genau dieselben. Und das finde ich oft sehr frustrierend. Und was eben passieren muss, um das auch mal auf die ganz konkrete Ebene zu bringen, wir Bürger müssen einfach mehr Druck ausüben auf Abgeordnete, müssen die demokratischen Wege nutzen, die gehen durchaus. Und das haben wir in Berlin auch erlebt. Ich möchte es einfach mal am Beispiel bringen. Wir haben eben häufiger diese Diskussion geführt mit den Grünflächenämtern über das Mähen.
Und dann kommt immer so diese Argumentation, ja, also die Flächen sehen unordentlich aus, die Bürger beschweren sich bei uns, wenn wir nicht mähen. Und die Ämter scheinen dann sofort Angst zu kriegen, wenn der Bürger ruft, sonst ja nicht, aber da dann schon, dann gehen sie raus und mähen. Das habe ich mehr als einmal gehört. Und ich ermuntere seither halt Menschen in Berlin, dass sie einfach mal an die Ämter schreiben, dass sie es umgemäht möchten. Und wenn man es vielleicht mal schafft, dass sich mehr Leute bei den Ämtern beschweren, dass gemäht wird, als andersrum, erreicht man da etwas. Natürlich sind das alles Bilder in den Köpfen vieler Menschen, die geändert werden müssen. Nur in dem Tempo, wie die sich ändern, das wird nicht reichen. Aber man darf auch immer nicht vergessen, wenn wir über Städte reden, dort kostet uns Biodiversität vergleichsweise wenig. Weil ob ich jetzt eine Fläche mähe oder nicht mähe, ist kostenmäßig ungefähr dasselbe. Während in der Landwirtschaft geht es immer um Ertrag. Und wir dürfen halt in der Landwirtschaft auch nicht vergessen, die Landwirtschaft macht ja nicht aus Jux und Dollerei ihre Praktiken. Und auch Pestizide werden nicht einfach so gesprüht, weil der Landwirt ein Perverser ist, sondern es geht hier um Ernährung. Es wird immer vergessen. Wir müssen weltweit 8 Milliarden Menschen ernähren. Und die ganzen oder viele Migranten, Flüchtlinge, die kommen ja auch nicht zu uns, weil es in ihren Ländern so viele Ressourcen gibt. Und man muss einfach sehen, wir haben da ein Problem und das muss man alles in Einklang bringen. Aber vielleicht, um auch mal abschließend noch was zu sagen, ich glaube schon auch an Technik. Ich bin ja selber auch Ingenieur, Agraringenieur. Und ich habe schon gelernt, dass wir, wenn wir wollen, technisch sehr, sehr gute Lösungen bringen können. Auch jetzt geht es in Deutschland noch. Nur wir müssen halt auch erreichen, dass Politik und Verwaltung auch diese Intelligenz nutzt, diese Intelligenz, die wir im technischen Bereich noch haben. Und dass wir einfach mit Technik diese Sachen wieder in den Griff kriegen, gerade in der Landwirtschaft, weil wir haben uns viele Probleme mit Technik eingebrockt, wir können sie damit auch wieder lösen. Aber es muss was passieren und wie wir das in die Breite kriegen, weiß ich leider auch nicht. Aber ich denke halt, der einzige Weg für euch auch als Bürger ist, beschwert euch, ruft euren Abgeordneten an, schreibt ihm irgendwie E-Mails und macht es oft, das hat eine Wirkung. Das ist wahrscheinlich so der einzige Weg, den wir so haben, wenn wir schon an dieses Thema Schwarmintelligenz anknüpfen werden. Ganz, ganz herzlichen Dank. Schwarmintelligenz in die eine oder die andere Richtung. Ich würde gerne auch noch auf die Biodiversität als Lösung neben der Technik setzen. So Agroforstsysteme und diese ganzen neuen Ideen von Vielfalt, die sich gerade im Kleinen, aber ja auch um Berlin herum ausbreiten. Da gibt es ja auch ganz viel Biodiversität und Ernährung in einem Feldverein zu sehen. Ich würde jetzt gerne nochmal so die Dimension der Wirtschaft, eines Sozialunternehmens, eines großen Konzerns, aber auch einer Frau, die netzwerkt ja in der Wirtschaft, nehmen. Was brauchen Sie denn da für Gesetze, um über Ihr persönliches Engagement hinaus was erreichen zu können? Es gibt ja jetzt auf der ersten Ebene eine europäische Gerichtsgebung, die sagt zumindest in der Berichterstattung müssen Unternehmen jetzt auch mal zur Kenntnis nehmen, dass sie Einfluss haben auf Biodiversität und dazu auch ein Reporting machen. Da kann man nur sagen, schlau von all denen, die bei UBI schon mitgemacht haben, die wissen schon mal, worum es geht, den anderen fehlen die Experten. Aber ist das so ein erster Schritt auf der gesetzgeberischen Ebene? Also ich glaube, was ich jetzt so gemerkt habe in den letzten 2 Jahren, die ich da dabei bin, ist, dass, glaube ich, vielen Unternehmen noch gar nicht so klar ist, wie sehr sie eigentlich von Biodiversität abhängen. Das heißt, diese Transparenzpflicht, die über die CSRD jetzt auch kommt, ist für viele das erste Mal der Schritt, dass sie sich angucken, Moment mal, wie schauen eigentlich meine Lieferketten aus? Denn da geht es ja auch um Biodiversität in der Lieferkette. Das wissen einfach ja auch viele nicht. Und das andere ist, dass man sich ja dann auch mal anguckt und fragen sollte, wie ist denn eigentlich mein Einfluss meines Unternehmens auf die Biodiversität und wie bin ich auch von ihr abhängig? Da gibt es dann so unterschiedliche Umweltthemen, Klimawandel ist da auch eins dieser Themen, das heißt, wie beeinflusst der Klimawandel mein Geschäftsmodell und wie wirke ich mit dem, was ich mache, eigentlich auf den Klimawandel ein? Sorge ich dafür, dass er sozusagen, jetzt fällt mir das Leben ein. Sie wissen, was ich meine. Also für viele ist es quasi auch das erste Mal. Gleichzeitig ist es auch so, dass Unternehmen, also bei manchen liegt es, glaube ich, auch schon näher auf der Hand, inwiefern sie von Biodiversität abhängig sind und dass sie auch ihre Produktionsweisen umstellen. Das macht dann auch, finde ich, immer recht Mut, wenn ich sowas dann auch höre in Gesprächen. Zum Beispiel hatte ich da ein Gespräch mit Ritter Sport, die ja quasi Kakao, Schokolade ist ja das Kapital. Das heißt, die erzählten dann auch, wie sie auf Agroforstsystem auch setzen in Nicaragua, auf ihrer Plantage.
und dementsprechend auch sagen, naja, wen brauchen wir denn da ganz dringend, der uns unseren Ertrag sichert? Das ist die Bartmücke. Das heißt, wir werden natürlich wirklich, 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 wirklich aufpassen, was wir da versprühen, damit wir diese fleißige Mücke da jetzt auch nicht verlieren. Ne, weil ansonsten schaut es nämlich ganz schlecht aus mit der Schokolade. Und man merkt jetzt auch gerade, dass die Preise auch gerade ansteigen. Das ist ja auch etwas. Ne? Oder auch die Preise für Öl, dass man merkt, wie der Klimawandel auch einfach darauf einwirkt. Und wir spüren das ja dann auch, wenn wir da an der Kasse stehen. Also ich glaube ja, dass sozusagen diese Transparenzpflicht und sich damit auseinanderzusetzen eigentlich schon ein erster wichtiger Schritt ist. Man wünschte sich natürlich, da wären Unternehmen auch schon weiter, denn das sind sie noch nicht. Die haben im Moment einfach auch große Probleme, sich überhaupt auch diese Transparenz zu schaffen. Das ist ja auch etwas, wo wir helfen, wo auch unsere Projektpartner helfen, die Unternehmen dann auch beraten, zu gucken, jetzt schauen wir uns mal die Lieferkette an. Das dauert natürlich auch. Das heißt, die Auswirkung dessen, welchen Einfluss das auch wirklich dann hat, das wird man natürlich auch erst später sehen. Aber im Moment setzt man da sozusagen schon auch Hoffnungen rein und sieht es so als ersten Schritt tatsächlich dann einfach auch dafür. Jetzt höre ich Herrn Schmidt-Egger in Gedanken sagen, die Zeit haben wir nicht mehr, aber es beginnt was in Bewegung. Aber Herr Menzel hat jetzt eine Frage und die soll er stellen. Ich finde es unglaublich spannend, dass es solche Einflussnahmen bei OBI, nehmen wir mal den konkreten Fall, gibt, wie Sie. Was würden Sie meinen, wenn Sie den Vorschlag machen, es sollten keine Rasenmäherroboter mehr verkauft werden? Oder Sie würden vorschlagen, diese UV-Lichter mit den Starkstromdrähten, die also alle Insekten töten, wenn es dunkel wird, die sollten eigentlich nicht mehr verkauft werden. Oder Sie würden sagen, naja, früher musste man ein Dokument unterschreiben, wenn man ein glyphosathaltiges Mittel gekauft hat, und heute braucht man das gar nicht mehr. Was würden Ihre Oberen dann zu Ihnen sagen? Es kommt jetzt ein bisschen dran, wer meine Oberin ist. Meine Obere ist Sophie Geisel, die Geschäftsführerin. Und die, glaube ich, wird sich mit mir hinsetzen und wir würden uns auf alle Fälle intensiv darüber unterhalten. Also davon bin ich schon mal überzeugt. Und wenn ich persönlich würde auch keine Mähroboter verkaufen. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich auf einem Werksgelände war und dann fuhr der auch da rum. Das heißt, natürlich werden die auch betrieben und es ging ja auch um ein naturnahes Werksgelände. Und auch dort hat es der Mähroboter hingeschafft. Und dann auch dort ging es dann los, dass man es auch einmal erklärt, warum es ganz gut ist, den da zu entfernen und vielleicht dann einfach jetzt mal gar nicht mehr zu mähen. Warum denn ein Mähroboter auf einem naturnahen Werksgelände? Das ist so das eine. Also ich würde mir wünschen, dass wir sagen, die Mähroboter holen wir jetzt erstmal nicht mehr raus. Ja, so, das wäre sozusagen jetzt meine Hoffnung. Und ich glaube aber, dass man da durchaus, das ist vielleicht der Schritt, den wir auch in UBI gehen, dass man halt dann einfach dasteht und erklärt, warum es besser ist, den jetzt im Schuppen zu lassen. Vielleicht ist es auch für uns, den wir jetzt gehen, dieser Erklärweg, ne? Und hoffen, dass man da einfach auch Leute findet, die uns zuhören und sagen, ah ja, die Argumente, die überzeugen mich jetzt. Das ist jetzt für uns gerade das, was wir halt auch irgendwie jeden Tag machen. Und manchmal klappt es auch nicht. Aber wenn ich nicht denken würde, dass es irgendwie einen Unterschied macht, dass ich da 9 Stunden im Büro sitze und auch irgendwie im Kollegium und im Kollegenkreis Leute habe, die aber, ich sitze am Schreibtisch, andere stecken ihre Hände auch in die Erde. Wenn ich denken würde, es würde keinen Unterschied machen, dann glaube ich, würde ich mir auch was anderes suchen. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen beiden. Machen Sie bitte weiter. Aber Herr Menzel, Sie haben schon mit Ihrer Frage natürlich in den Kern dieser wachstumsgetriebenen, ressourcenverbrauchenden Wirtschaft gestoßen, die eben mit Verboten direkt nicht so richtig weiterkommt. Ich fürchte, das werden wir heute in den verbleibenden 5 Minuten nicht auflösen. Aber tragen Sie bitte den Gedanken mit sich, dass es da eine schnelle Lösung braucht. Denn die Warnung, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, die schwingt ja auch mit. Ich würde Sie noch mal fragen, Frau Dreikluff, wie geht man denn bei Ihnen damit um, mit verschärfter Regulierung zur Erhaltung der Biodiversität? Machen hier gemeinsam das Mikro an, überlegen sich schon mal die Antwort. Aber was müsste aus Ihrer Sicht noch passieren, dass man wirklich aus der, wir sind der Kreis der Engagierten, wie Sie es eben auch in der Zivilgesellschaft sind, wir bewirken ein bisschen, aber die Geschwindigkeit reicht nicht, um Massensterben, Klimakrise, multiple Krise zu bremsen. So, wie diskutiert man bei Ihnen drüber? Was sind Ihre Vorschläge? Also ich würde es mit 2 Punkten beantworten. Das eine Thema ist jetzt, Sie haben es gerade gesagt, wir sitzen hier alle zusammen, uns interessiert das Thema, wir haben uns damit auseinandergesetzt, aber ich würde behaupten, dass die große Masse, wenn sie das Wort Biodiversität liest, vielleicht an die Honigbiene denkt und dann ist danach leer. Also erstmal überhaupt diesen Bildungsauftrag noch weiter zu leben, und das sehe ich auch uns in der Verantwortung dafür,
den Nutzern, den Mietern, auch den Kollegen dieses Thema einfach noch begreiflicher zu machen und greifbarer zu machen. Und zum Beispiel das Thema mit dem Mähen, gerade so im Privaten, viele wissen es einfach auch nicht, was es für Auswirkungen hat. Das heißt, dieser Bildungsauftrag, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn wir über das Thema Regulatorik sprechen, auch da die Umsetzbarkeit, die Machbarkeit der Themen, das Thema haben wir leider sehr, sehr oft, dass Regulatorik dann irgendwie aus dem Stein gemeißelt wird, der noch nicht so ganz rund ist. Und da wird es noch Anpassungsbedarf geben und dann auch das Thema Messbarkeit, das ist was, womit wir uns viel beschäftigen, beim Thema Carbon, Embodied Carbon, Operational Carbon, das können wir messen, aber Biodiversität, jetzt habe ich gerade, ich war letzte Woche in Kopenhagen bei einem Architekturbüro dort, die haben ein Start-up, mit dem sie zusammenarbeiten, das tatsächlich die Insektenanzahl auf den Baustellen misst und auch wirklich vergleicht zu vorher, während des Bauprozesses, danach. Solche Tools sind natürlich dann unglaublich hilfreich, aber auch im Positiven. Also wir beispielsweise versuchen natürlich auch deutlich weniger jetzt neu zu bauen, sondern mit dem Bestand zu agieren, weniger Flächenversiegelung. Aber dass man halt auch zeigt, wenn wir dann beispielsweise die wilde Wiese pflanzen statt dem englischen Rasen, dass die Anzahl der wilden Insekten steigt. Also dieses Thema Messbarkeit, das ist noch eine Baustelle. Ja, unmittelbar einleuchtend und wahrscheinlich auch gar nicht so leicht zu lösen, aber damit bleiben wir noch bei der Frage. Also es gibt ganz viele Wege, wie kriegen wir die verbindlicher hin? Das diskutieren Sie vielleicht beim Fest, wie man da noch weiterkommen könnte, um das Tempo zu erhöhen. Johannes, bevor wir sozusagen zum Schlusswort kommen, würde ich aber gerne noch mal fragen, was ist denn sozusagen aus Sicht der Erfahrung der Stadt Bienen der bildungspolitische, umweltbildungspolitische Auftrag der Stadt Bienen an eine Stadt wie Berlin und was vielleicht auch an die anderen Imker, denn innerhalb der Imker gibt es ja auch so eine Debatte, die einen sagen, ich stehe hier an einem konventionellen Rapsfeld, das blüht schön gelb und meine Bienen tragen reiche Ernte ein und dann gibt es aber auch welche, die mehr sozusagen wesensgemäß, naturnah die Biene als Teil eines Ökosystems sehen und damit auch als Helferin für Wildbienen. Was ist dann jetzt der Auftrag der Stadt Bienen, also als soziale Unternehmer? Ja, der Auftrag ist divers. Messung, apropos, spannend, ploppte bei mir auch gleich auf. Wir sind gerade aktuell dabei, uns mit Wildbienen-Monitoring beziehungsweise auch mit Honigbienen-Monitoring zu beschäftigen, um genau solche Biodiversitätsmessungen durchzuführen. Genau, aber wo sind die Baustellen und was kann Stadt Bienen dazu beitragen? Ich sehe auf jeden Fall in der Stadt, ist natürlich eine der ganz großen Baustellen und faktisch ist es wirklich Baustelle, weil es geht um Versiegelung und es geht um die Flächen, die uns noch übrig bleiben. Und es ist faktisch so, klar, es muss mehr Wohnraum geben und das ist auch klar und das verstehen wir alle und das ist auch gut so. Aber was wir dann schauen müssen, ist, dass die Flächen, die uns dann noch übrig bleiben, dass die halt faktisch nicht 6 mm Sportrasen sind, sondern dass wir hier einfach an der biodiversen Qualität arbeiten. Und das ist ein ganz großer Auftrag, den wir haben, wo wir einfach ein Ziel haben, wo wir sagen, hey, da lohnt es sich wirklich dafür zu kämpfen, dass quasi, wenn wir rausgehen und in der Stadt unterwegs sind, dass wir einfach die Flächen, weil wir sehen, nein, so kann es in Zukunft hier nicht aussehen, das muss auf jeden Fall besser sein. Das ist der Bereich. Dann geht es quasi über die Stadt hinaus, beziehungsweise bleiben wir erstmal noch in der Stadt. In der Stadt ist natürlich dann auf der einen Seite die Bildung, wie schon mehrmals angesprochen, für uns eigentlich auch wiederum, biodiversitätstechnisch hat eine sehr wichtige Funktion, weil am Ende 50% der Landesfläche werden landwirtschaftlich genutzt und von Herrn Menzel habe ich letztes Jahr gelernt, der hat eine Metastudie ausgewertet, auf Basis dessen quasi war der Fakt, dass die Landwirtschaft zu 80% zum Biodiversitätsverlust beiträgt. Also unser Handeln, wie die Landwirtschaft da draußen funktioniert, quasi kann eine Veränderung herbeiführen. Und genau deshalb brauchen wir die Projekte und genau deshalb brauchen wir die Bildung, um Menschen in der Stadt zu sensibilisieren, ihr Handeln so bestenfalls umzustellen und dafür sich einzusetzen, dass die Landwirtschaft außerhalb der Stadt gut funktioniert oder in so einer Art und Weise funktioniert, dass sie Biodiversität fördert. Das ist die, wenn wir jetzt quasi nochmal in die Honigbienen reingehen, für die Honigbienen an sich ist es ja immer noch so, dass sie faktisch abhängig von menschlicher Betreuung sind. Und ich denke mir persönlich jetzt,
weil wir es schon so ein bisschen verkackt haben, die Honigbiene als Nutztier quasi nur noch halten zu halten aktuell, ne, und das in den letzten 100 Jahren quasi so gemacht haben, habe ich aber trotzdem immer noch den Traum, dass ich quasi irgendwann wieder mal eine Honigbiene haben werde, die in Deutschland lebt und die regional angepasst ist und die so resilient ist, dass sie meine Betreuung nicht braucht, sondern wirklich wieder ein Wildtier ist. Vielen, vielen Dank. Ich habe mitgeschrieben. Also, wir haben einen Traum, eine Vision, die Freiheit, neue Freiheit für die Honigbienen, die aber dann auch bedeuten würde, wir haben wieder vielfältige, ganz unterschiedliche, diverse Ökosysteme, in denen auch alle 600 und Arten der Wildbienen bleiben können. Wir haben den Klimawandel gestoppt. Wir haben Unternehmen, die messen, wenn sie einen Impact haben und den absolut minimieren und dabei motivierende Mitarbeiterinnen haben. Wir haben auch eine Verbotsliste, die Sie bitte alle an den Senat der Stadt Berlin schicken als Verbotsliste für die bessere Welt, die Mähroboter, die Laubsauger würde ich noch dazu setzen und das permanente Rasenmähen mit fossilen Brennstoffen, also bitte weitergeben. Und dann habe ich ganz doll mitgenommen, dass es viele engagierte Menschen geben muss, die sich vernetzen müssen, um noch viel, viel mehr Wirkung zu entfalten, um all diese Visionen zu entspannen. Ich glaube, das ist so ein gutes Paket To-Dos für heute Abend. Und damit möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken, Herr Schmidt-Egger, Frau Baumgärtner, Herr Menzel und Frau Dreikluft und natürlich auch Johannes für diese Runde. Und dem gebe ich jetzt das Mikrofon für das Schlusswort. Aber einmal Applaus für dieses konstruktive Plenum.